Wie sieht die derzeitige Situation in Syrien und im Jemen aus? Also ich möchte an dieser Stelle explizit auf den dramatischen Aufruf von dem katholischen Kardinal Mario Cenari aus Syrien antworten und Sie alle, unsere Zuschauer, bitten, dass Sie wirklich helfen, eine Mobilisierung zu machen, um die Lage in Syrien und Jemen zu verändern. Kardinal Cenari hat einen dringenden Appell an die Welt gerichtet, der so gut wie nirgendwo veröffentlicht worden ist, wo er sagt, dass heute über 90% der Bevölkerung in Syrien unter dem Existenzminimum leben, dass sie nach 10 Jahren von Krieg und Sanktionen und natürlich den Auswirkungen der Pandemie nicht genügend zu essen haben, nicht genügend medizinische Versorgung haben und natürlich über 90% der Menschen in ihrem Leben bedroht sind. Das ist ungeheuerlich. Das ist ein ganzes Volk, was vor unseren Augen in Gefahr ist, nicht mehr zu existieren. Und das ist natürlich das Resultat der Politik von Regimewechsel, was also, wir sollen uns daran erinnern, dass der Colonel Black auf der Schiller-Konferenz vor kurzem dargelegt hat, dass das Pentagon 10 Jahre bevor irgendwas in Syrien passiert ist, also vor 2011, 10 Jahre früher, schon Pläne waren für einen Regimewechsel in Syrien gegen Afghanistan, Irak, Libyen. Und deshalb die ganze Narrative, was angeblich die Verbrechen der Assad-Regierung wären, hat eine ganz andere Dimension, wenn man versteht, dass es der Westen war, dass es verschiedene US-Administrationen waren, die Briten, die praktisch mit Al-Qaida, mit ISIS, mit Al-Nusra gearbeitet haben für Regimewechsel gegen die Assad, eine gewählte Regierung, die Syrien, bevor diese ganzen Entwicklungen eingetreten sind, auf einem sehr guten Kurs hatten. Religionsfreiheit, infrastrukturelle Entwicklung, die Menschen hatten eine gute Perspektive für ihre Zukunft. All das wurde zerstört. Und man muss sich wirklich die Dokumentation von David Beasley, dem Chef des Welternährungsprogramms, anschauen. Das bitte ich Sie alle auch ganz dringend sich anzugucken. Das ist fast nicht zu ertragen. Das ist eine 40-minütige Dokumentation, die eben zeigt, in was für einem wahnsinnigen Zustand die Kinder in Jemen in den Krankenhäusern sich befinden und sterben vor den Augen. Beasley sagt, er war da und die Kinder sind vor seinen Augen gestorben und er konnte nichts tun, weil keine Materialien da waren, um das zu verhindern. Und wenn man sieht, wie diese Kinder dünne Ärmchen haben, wie Fäden und wo, also kein Kind sollte so dünne Arme haben. Und ich denke, man muss sich diese Dokumentation anschauen, um zu verstehen, was im Augenblick wirklich an Völkermord passiert, weil die Aufrechterhaltung von Sanktionen unter diesen Umständen ist Völkermord. Die Sanktionen basieren auf dem sogenannten CSAR Act. Das ist eine Dokumentation von einem sogenannten Whistleblower, der Zehntausende von Fotos an den Westen gespielt hat, wo angeblich zu sehen ist, wie die Assad-Regierung Menschen quält und foltert. Aber es hat sich herausgestellt, das sind fast alles Soldaten, die von ISIS getötet worden sind und die dann auf die übliche Weise an den Westen gespielt worden sind. Wir kennen das. Das erste Mal, wo so eine Lügengeschichte fabriziert wurde, war mit dem angeblichen Beweis, dass Saddam Hussein Babys aus Beatmungsmaschinen rausgerissen hätte im Kontext des ersten US-Angriffs auf den Irak. Das hat nie stattgefunden. Das war eine Lüge. Dann erinnern wir uns, dass beim sogenannten Irakkrieg von 2003 Saddam Hussein angeblich diesen Yellow Cake Uranmaterial hatte aus Niger. Gab es auch nicht, war auch gelogen. Dann die ganzen Lügen von den White Helmets
über die sogenannten chemischen Waffen, die durch Assad angeblich gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wurde, auch gelogen. Und genauso ist jetzt diese Geschichte des sogenannten CISA Act genauso fabriziert. Zum Beispiel der sogenannte Whistleblower CISA, nachdem dieses Gesetz, was vom amerikanischen Kongress letztes Jahr verabschiedet worden ist, das angeblich basiert das auf Zeugenaussagen von diesem CISA, der im Kongress war, mit einer also Maskierung, also wie ein Ku Klux Klan, so eine Mütze auf hatte, sodass niemand seinen Kopf und sein Gesicht sehen konnte. Hochdubiose Geschichte. Aber selbst wenn man annehmen würde, dass da auch nur ein Funken Wahrheit dran wäre, wir haben jetzt es mit einer sterbenden Bevölkerung zu tun und wir müssen sofort diesen Akt aufheben, weil der Sonderbeauftragte für, ich glaube, für Jemen oder Südwestasien, James Jeffrey, hat ganz klar gesagt, dass das Ziel von diesem CESA Act ist, Regierungen daran zu hindern, den Wiederaufbau von Syrien zu unterstützen, weil jede Regierung, die sich damit beschäftigt, wird auch von diesen Sanktionen betroffen. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel bei der letzten sogenannten Geberkonferenz in Brüssel vor einigen Wochen, da wurden zwar einige Milliarden gesammelt, aber die gehen ausschließlich an die Länder, die Nachbarn Syriens sind, die Refugees, also Flüchtlinge aufnehmen, an NGOs, an die Opposition von Assad. Aber was Kardinal Cenari dramatisch sagt, er sagt, nur wenn das Land wieder aufgebaut wird, kann diese Gefahr überwunden werden. Natürlich sind wichtige, also Verteilung von Nahrungsmitteln, von Medizin, kurzfristig kann das Leben retten, aber nur wenn man eine ganz andere Herangehensweise nimmt, nämlich das Land wieder aufzubauen, das zu machen, was der Papst Paul der VI. In seiner Enzyklika 1987 67 schon gesagt hat, der neue Name für Frieden heißt Entwicklung. Und Kardinal Cenari sagt ganz deutlich, es wird in der Region keinen Frieden geben, wenn man nicht den wirtschaftlichen Aufbau wirklich zulässt. Und ich appelliere an Sie, dass Sie uns wirklich helfen. Wir machen gerade eine Riesenmobilisierung mit dem Schiller-Institut und auch dem Committee zur Überwindung der Gegensätze, Coincidentia Oppositorum, um im Grunde diesen Paradigmawandel, der dringend im Denken notwendig ist, von dem Guterres gesprochen hat, den zu bewerkstelligen und ganz akut wirklich jetzt die Hilfsleistungen für Syrien und für Jemen zu initiieren und hoffentlich da eine völlige Änderung in der Politik zu bewirken.